Mein Name ist Gabriele Wimmler und ich bin Expertin für mentale Stärke und für Persönlichkeitsentwicklung. In meinen Seminaren und Trainings erlebe ich immer wieder, dass Zweifel und das mangelnde Selbstwertgefühl die häufigste Ursache dafür sind, dass Menschen nicht ihr volles Potenzial und ihre Träume leben. Die Ursache dafür liegt meist schon in unserer Kindheit. 0 bis 6 Jahre ist unsere Prägungsphase und viele von uns hören bereits in dieser Phase wie Sätze wie: Wer bist du denn schon? Nimm dich nicht so wichtig, sei ruhig, nimm dich zurück, Eigenlob stinkt. Und mit diesen Prägungen und mit diesen blockierenden Glaubenssätzen gehen wir dann durch unser Leben. Die sind in unserem Unterbewusstsein gespeichert und die schicken wir unbewusst aus. Und mit diesen erfolgsverhindernden Glaubenssätzen wird es sehr schwierig, ein erfolgreiches, erfülltes Leben zu führen. Ich zeige dir in meinen Trainings und Coachings, wie du diese Bremsen lösen kannst und diese Blockaden für immer auflöst. Ein ganz wesentlicher Faktor dabei spielt die Macht unserer Gedanken. Deine Gedanken von heute sind die Realität von morgen. Und dabei sollte uns bewusst sein, dass unsere Gedanken unsere Realität erzeugen. Wir gehen quasi wie so ein wandelnder Sendeturm durchs Leben und wir schicken permanent Signale an unser Umfeld aus und entsprechend dieser Signale ziehen wir Situationen in unser Leben wie ein Magnet. Das heißt im Umkehrschluss, alles, was du in dein Leben ziehst, hat damit zu tun, was du denkst, fühlst und ausstrahlst. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass du sehr achtsam bist mit dem, was du in dein Leben schickst. Ich vergleiche das auch sehr gerne mit einem Radiogerät. Bei einem Radiogerät empfangen wir Musik bekanntlich über die Herzfrequenz. Das ist uns allen bekannt. Und wir sehen natürlich auch beim Radiogerät nicht die Strahlen, die ins Gerät einstrahlen. Genauso nicht, wie wir Handystrahlen sehen oder Mikrowellenstrahlen. Und doch wissen wir, diese Strahlung ist da. Und was machen wir bei einem Radiogerät, wenn uns die Musik nicht gefällt? Richtig, wir schalten den Sender um. Und wenn wir eine andere Frequenz einschalten, haben wir plötzlich andere Musik. Und so kannst du dir das auch bei deinen Gedanken vorstellen. Das heißt, wenn dir das nicht gefällt, was du bisher in dein Leben gezogen hast, dann ist es wichtig, dass du deine Einstellung, deine Frequenz, deine Gedanken, sprich deine Glaubenssätze dazu änderst. Und dabei unterstütze ich dich. Und es ist enorm wichtig, dir deiner Einstellung bewusst zu werden, denn wir wirken immer. Und deine Einstellung ist ein sehr machtvolles Erfolgsinstrument. Und Menschen, die erfolgreich sind, wissen, dass sie einzigartige Talente und Fähigkeiten haben. Die nonverbale Kommunikation wird in diesen Zeiten immer wichtig und es wird wichtiger. Es ist sehr schwierig, dass du erfolgreich in deinem Leben bist, wenn du nicht daran glaubst, dass du einzigartige Talente und Fähigkeiten hast. Deine Einstellung ist ein sehr machtvolles Erfolgsinstrument. Und übrigens, deine Einstellung bestimmt auch deine Ausstrahlung. Wir bringen uns überall hin mit und wir wirken immer, auch wenn wir nicht sprechen. 230 Millisekunden dauert es, wenn sich zwei Menschen begegnen und es gibt sofort eine Information, gute Schwingung, schlechte Schwingung. Das ist bitte keine Vorverurteilung, aber wir nehmen alle etwas wahr. Das heißt, wir fühlen, was dieser Mensch denkt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir in erster Linie sehr bewusst machst, was es über dich denkt. In weiterer Folge deine Einstellung zu deinem Betrieb, zu deinen Vorgesetzten, zu deinen Kollegen, zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung. Du strahlst diese Einstellung aus. Und wenn du nicht zu 100% davon überzeugt bist, dass du das beste Produkt hast, dass du die beste Dienstleistung hast, dann wirst du dir auch sehr schwer tun,
diese erfolgreich zu verkaufen. Deine Einstellung bringst du auch jeden Tag morgen in deinen Betrieb mit. Und ein Betrieb, wo sich jeden Tag mehr wie 50% der Mitarbeiter mit dem Frustrucksack, nenne ich es immer, in den Betrieb schleppen, wird es eher schwierig werden, dass dieser Betrieb erfolgreich ist. Meine These lautet hier nachhaltige Eigenverantwortung. Was ist dein Anteil am Unternehmenserfolg? Und egal, was du tust, gib immer dein Bestes. Das Beste zu geben heißt nicht immer leisten bis zur vollkommenen Erschöpfung. Denn wir sind Menschen mit Emotionen und das ist auch gut so. Und das Beste zu geben heißt nicht immer 200% zu geben oder 100%. Manchmal sind es nur 80%. Aber es ist deine Wahl, ob du vielleicht mal einen Tag hast, wo es dir nicht so gut geht, wo vielleicht privat etwas vorgefallen ist, wo du eine schwierige Zeit durchlebst und du sagst, egal, ich gebe trotzdem das Beste. Oder gehörst du zu den Menschen, die sich zurücklehnen und sagen, ist doch mir egal, sollen doch die anderen. Mit dieser Einstellung wird es ebenfalls sehr schwierig, erfolgreich zu sein. Denn es gibt das sogenannte Resonanzgesetz. Das Gesetz von Ursache und Wirkung oder Saat und Ernte. Und alles, was du ausschickst, kommt zu dir zurück. Und deshalb ist es so wichtig und ich kann es dir garantieren, wenn du in deinem Leben immer das Beste gibst, dann kriegst du auch immer das Beste zurück. Und sei deshalb sehr achtsam, betreibe Gedankenhygiene und lass nur Gutes zu deinem Wesenskern vordringen. Die zweite wichtige Säule ist der Selbstwert, denn Wertschätzung beginnt immer bei dir selbst. Und Selbstwert heißt deshalb Selbstwert, weil wir uns diesen Wert nur selbst geben können, denn sonst würde er Fremdwert heißen. Und Menschen mit einem schlechten Selbstwert sind wie ein leeres Glas. Was haben wir aus einem leeren Glas zu geben? Richtig, nichts. Wer ist dafür verantwortlich, dass dieses Glas gefüllt ist? Nur wir selbst. Nicht die Eltern, nicht der Partner und auch nicht unsere Vorgesetzten. Und wenn wir dafür sorgen, dass wir ein gefülltes Glas sind, aus einem gefüllten Glas, habe ich sehr viel an mein Umfeld zu geben. Und Menschen mit einem schlechten Selbstwert sind immer Brauchermenschen und die sind sehr anstrengend. Die sind immer bedürftig und sind immer in der Opferrolle. Und Menschen mit einem schlechten Selbstwert machen immer andere Menschen für ihr Lebensglück verantwortlich. Wir sind keine Opfer. Wir sind Schöpfer. Nimm deshalb den Schlüssel für dein Glück und für deinen Erfolg selbst in die Hand und sorge dafür, dass du immer ein gefülltes Glas bist und somit hast du sehr viel an dein Umfeld zu geben. Und in unserer Gesellschaft braucht es im Moment sehr, sehr viele Gebermenschen. Denn von den Brauchermenschen haben wir schon zu viele. Und dieser gelebte Selbstwert ist in sehr engem Zusammenhang mit Wertschätzung. Wertschätzung, aufrichtige Wertschätzung für andere Menschen kann ich nur ausdrücken, wenn ich mich selbst wertschätze. Und gelebte Anerkennung, gelebte Wertschätzung ist der größte Motivationsbooster für Mitarbeiter in einem Team und mit Geld nicht ersetzbar. In meinen Briefings erlebe ich immer, wenn ich das Leitbild durcharbeite, steht immer in jedem Leitbild Wertschätzung. Aber ob Wertschätzung auch tatsächlich gelebt wird, das fühlt man. Und deshalb ist es so wichtig, diese Voraussetzung, sich groß zu sehen, dann kann ich auch mein Gegenüber groß sehen. Das Beste in sich sehen, dann kann ich auch aus meinem Gegenüber das Beste herausholen und andere Menschen groß sehen. Das ist auch wichtig für Führungskräfte. Und die dritte wichtige Säule ist die Dankbarkeit. Sei dankbar für all das Gute in deinem Leben. Dankbarkeit holt uns sofort vom Mangel in die Fülle. Dankbar zu sein, wenn alles gut läuft, ist relativ einfach. Aber gerade in schwierigen Zeiten, das zu schätzen, was wir so selbstverständlich in unserem Leben haben,
ist eine ganz, ganz machtvolle Energie und holt uns sofort aus der Jammerfalle raus. Und gerade diese herausfordernden Zeiten, die wir soeben durchlebt haben, haben uns das gezeigt. Ich empfehle dir, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und jeden Abend 3 bis 5 Dinge zu notieren, wofür du an diesem Tag dankbar bist. All meine Impulse gibt es auch nachzulesen in meinem aktuellen Buch, weil ich alles sein kann, was ich will. Das erfreulicherweise bereits in der 3. Auflage nach einem halben Jahr erscheint. Und andernfalls würde ich mich freuen, wenn ich dich vielleicht bei einem meiner Seminare persönlich kennenlerne und dich auf dem Weg zu einer mental starken, gewinnenden, erfolgreichen Persönlichkeit begleiten darf. Ich freue mich auf dich. Dein Lächeln ist dein Logo. Deine Persönlichkeit ist deine Visitenkarte. Wie andere sich fühlen, nachdem du ihnen begegnet bist, ist deine Marke.